Ja, also herzlichen Dank nochmal für die Einladung von der Luga. Schick hier zu sein, schöner Saal, muss ich echt mal sagen. Mittendrin im Herzen Wiens. Und heute also ist das Ziel, mit diesem Editor einen Schritt weiter zu kommen. Also es ist für Fortgeschrittene in dem Sinne, also alle, die ihn schon benutzen und immer wieder anschalten, sollen heute einen Schritt weiterkommen. Und die Idee ist... Es wird alles aufgezeichnet, genau. Also wenn ihr über etwas redet, dann sagt laut und deutlich den Namen eures Passworts. Ja, ganz genau. Ja, wir wollen einen Schritt weiterkommen heute. Und zwar, dieser Editor merkt sich unter Umständen nach Einstellung Dinge. Das, was ihr getippt habt. Und das könnt ihr wiederverwenden. Und so soll das sein. Ich zeige nochmal ganz kurz erstmal so vom Plan her, wie das normalerweise so ausschaut. Und dann zeige ich, wie man es ändert und anwendet. Das Ganze ist eigentlich sehr, sehr schnell erzählt. Das heißt, der Workshop im Sinne zum Verstehen, worum es geht, ist heute eigentlich eine 5-Minuten-Geschichte. Aber wie ich aus anderen Workshops immer wieder mitbekommen habe, es hilft mehr, danach vorzugehen nach euren Fragen. Und die will ich haben und die will ich auch beantworten, damit ihr mit Antworten nach Hause geht für eure Fragen und nicht mit Antworten für Fragen, die ihr gar nicht gestellt habt. Das hilft nicht. Und währenddessen könnt ihr eure Kiste benutzen und bei diesem Textpad euch mit einklinken. Die Adresse steht hier in der Mitte, da auf Zeile 14. Und dort könnt ihr dann alle gleichzeitig eure Fragen eintragen. Ja, also das wäre für mich so der Hit, um zu sehen, welche Fragen habt ihr denn. Aber das könnt ihr jederzeit machen. Also hier unten auf den Zeilen am Ende, da einfach so auf diese Art und Weise Fragen eintragen. F mit einer Nummer gibt der Frage eine Nummer, sodass man sie leichter referenzieren kann, wenn wir darüber reden. Und ich kann dann auch was dazu eintippen. Ja. Das ist sozusagen nachher das Protokoll. Das ist so ein bisschen das, was haben wir denn an dem Tag gemacht. Das kann man dann nochmal nachschauen und alle können gleichzeitig mithelfen, dort etwas dran zu verbessern. Ja, also Zeile 14, die Adresse, das ist die, die ihr braucht, die ist jetzt ein bisschen lang geraten, hätte man auch kürzer machen können, aber ich denke selbstredend. So, soweit bereit? Mal schauen. Ach so, wenn ich Fragen stelle, so ein bisschen Feedback geben, wie ein bisschen in der Schule, einfach so ein bisschen die Hand heben, so ein bisschen über den Kopf herüber, einfach nur so machen, ein bisschen winken, so genau schaue ich gar nicht hin, das ist einfach nur so ein visuelles Feedback, dass ich irgendwie mitbekomme, dass da auch irgendwas passiert ist. Ja? Also ich möchte ganz kurz so als Test mal winken, wenn ihr diese Adresse schon eingegeben habt in den Browser. Einmal. Noch nicht so ganz so weit. Okay, dann warte ich lieber noch eine Sekunde. Ja, heute, ich bin, da sieht man auch schon, dass sich etwas tut. Ich blende mal ganz kurz die Sidebar ein. Eigentlich kann man daran schon sehen, wer da wer ist. Man kann sich übrigens da rechts oben einen Namen geben. Ich bin also der Sven G. Und man kann sich auch eine andere Farbe wählen. Also ich nehme zum Beispiel Blau ganz gern. So. Und dann sieht man auch, wenn man was schreibt, an der Hintergrundfarbe, wer es ist. Servus. Ja, kann man das sehen? Oh, es ist ein bisschen abgeschnitten. Ich sehe gerade. Okay, also wir sehen am Beamer leider nicht ganz so viel, wie ich auf dem Schirm habe. Da unten ist ein bisschen was abgeschnitten hier. Ja, mal sehen, da muss man also ein bisschen unterblättern. So. Ja, also zwei sind dabei. Übrigens, ja, ich bin heute also Bus gefahren und die Anzeigen erzählen einem was. Und abgesehen von der Werbung gibt es auch eine Erinnerung. Heute ist ein Jahrestag von einem nicht so schönen Ereignis eigentlich. Vor 31 Jahren war Tschernobyl. Also ich hoffe mal, dass sich heute das nicht wiederholt, ja. Genau, aber das fällt mir gerade so ein.
Gut, wenn wir damit alle so bereit sind, alle dabei, dann bitte ich euch, wenn ihr Fragen habt, tut das hinein. Natürlich blende ich davon jetzt weg, setze mich hin und zeige euch erst einmal ein bisschen von der ganzen Geschichte. Das geht relativ schnell. Dann machen wir das noch einmal nach und dann kommen hoffentlich Fragen. Und auf dem Programm stehen noch so ein paar Dinge, die man über den Editor wissen sollte, nämlich Tabs und Reiter und Tags und noch so einiges mehr. Ja, also es könnte auch später werden, es darf auch später werden, aber ich mache wie üblich, folge ich dem Spruch von meinem Professor, wir können über alles reden, aber nicht über 40 Minuten. Also nach 40 Minuten, bitte stoppt mich einfach, machen wir eine Pause und danach machen wir dann weiter. Ja, okay. Mal sehen, ob es jetzt gleich nochmal klingelt. So. Genau. Ach so, natürlich, das hätte ich vielleicht auch noch mal erwähnen sollen, dieser ganze Text ist im Internet in dieser Art und Weise und da steht dieser Text. Das verwende ich also, kann man das überhaupt lesen? Ist ein bisschen dunkel, aber ja, also im Wesentlichen meine Webseite Googlesnet, Talks, die Dinger über Vim und Vim Advanced habe ich das genannt. Also Vim Advanced nicht im Sinne von, ihr kennt das schon alles hin- und auswendig. Vim ist, wenn ich es kurz beschreiben darf, ein U-Boot, ein Eisberg. Man sieht eigentlich erst einmal nur, wenn man das Ding aufruft, sehr, sehr wenig. Und ich mache das mal und das mache ich mit diesem Switch-U, einfach um keinen Setup-File zu laden. Das ist also das Bare-Bones, das man am Anfang sieht. Man sieht das Intro, immerhin sieht man das am Anfang, aber wenn man dann eben mal den Bildschirm so ein bisschen löscht, dann ist das Intro weg und man sieht nur noch die, naja, dunkelblauen Tilden am Rand, die einem sagen, hier ist etwas gar nicht vorhanden. Das ist sozusagen alles, was man als Interface vor sich hat. Man sieht also keine die ganzen Menüs und die Untermenüs und all der ganze Kram, der dort sein könnte. GVim, die GUI-Version hat das, aber ja, ich sage immer, 99,999% dieses Editors ist unter der Oberfläche. Ja, man sieht gar nicht, was der alles kann. Und wenn man alles versucht, mal durchzulesen, dann gibt es sehr, sehr, sehr viel zu lesen. Ja, Frage. Das Menü, irgendwas, was ihr seht, ist vom Terminal. Das ist gar nicht, von, das ist, hat mit Vim gar nichts zu tun. Auch unten diese Reiter, das ist eigentlich wie ein weiterer Window-Manager. Und was ihr unten seht, die grünen, die gehören zu dem Window-Manager-Screen. Das hat mit Vim auch nichts zu tun. Ja. Ah, okay. Ja, also es ist wirklich rein, diese Tilden zu sehen, man sieht gar nichts. Und das ist ein bisschen schade. Also wer die GUI-Version mal installiert, der sieht natürlich gleich ein bisschen mehr an den Menüs. Aber ja. Warum nimmt man überhaupt diesen Editor? Weil er sozusagen der Standard-Editor ist. Die Weiterentwicklung des unterliegenden Editors ED bzw. X später und dann heißt es VI für Visual Editor, weil dann das Konzept hinzukommt mit einem Cursor, mit dem wir uns bewegen können und Dinge zu editieren. Ja, das ist natürlich jetzt schon alles 40 Jahre her und der VI-Improve macht noch einiges mehr. Und das will ich mal ganz kurz zeigen. Erst einmal setze ich über die Kommandozeile hier ein NoCP. Das Ding No Compatible hat einen Seiteneffekt auf 3 Dutzend andere Optionen und man hat viele schöne Dinge, die unter der Oberfläche liegen und man nicht sieht. Aber ihr kennt das vielleicht, wenn man etwas sucht in einem Text, wir brauchen erst einmal einen Text, nehmen wir mal, ich nehme das immer sehr gerne, weil das garantiert vorhanden ist, das Passwort-File, da ist halt Text drin und dann steht da mal was von Login und der Cursor wird nach dem Suchen dort an den Anfang gegeben. Man sieht leider natürlich nicht so viel, man muss diesen blinkenden Cursor vom Terminal haben, aber es gibt noch etwas Schönes und zwar Highlight Search. Und das highlightet alle Treffer in dem aktuellen Fenster von dem Wort, was wir oder von dem, was wir zuletzt gesucht haben. Und was wir suchen, naja, das können wir auch wieder verwenden. Man geht mit Slash dorthin, drückt Pfeil nach oben und siehe da, das ist wieder vorhanden, was man gesucht hat. Aber ihr kennt das sicherlich,
wenn das Programm beendet ist, dann ist das weg. Ja, da muss man es wieder eingeben. Und wenn man tagtäglich arbeitet, muss man das im Kopf haben. So, jetzt suche ich mal noch was anderes. Nur mal so zum Spaß, nur nach einem E. Da gibt es sehr viele Treffer. Und eben auch die Doppelpunkte gibt es da recht viel. So, und ja, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr Doppelpunkt Q drückt, ja, dann beendet man das und das Programm ist weg. Aber manchmal vertippt man sich und die Reihenfolge, das gibt es ja immer, vertippt man sich mit dem Q-Doppelpunkt. Da öffnet sich dieses nette Fenster und da kann man sehen, ah, das sind die Sachen, die ich mit Doppelpunkt vorher eingegeben habe. Ja? Das ist sozusagen die History für die Kommandozeile. So, jetzt mache ich wirklich mal Doppel-Q das Ding zu und mache Q-Slash und siehe da, dort habe ich auch ein Fenster für alles, was ich gerade gesucht habe. Das Login, das E, das Doppelpunkt. Das ist ganz schön, dass man das mal so ein bisschen sehen kann, aber wie gesagt, man geht raus aus dem ganzen Programm, Doppel-Q, man ist wieder bei der Shell und wenn man Vim wieder aufruft, naja, dann weiß man nichts davon. Dann gibt es bei dem Fenster hier nichts mehr zu sehen. Ja? Und das wollen wir ändern. Und die Änderung, jetzt kommt's, ist sehr leicht getan. Denn was wir brauchen, ist nur dieser Befehl. Und ich mache es mal ein bisschen größer, die ganze Geschichte, damit wir es auch ordentlich sehen. Also, ich setze bei einer Option namens Vim-Info, da soll noch was hinzukommen. Und zwar macht man das mit dem Operator plus gleich und da brauchen wir nur ein N. Ein N für, naja, gib einen Namen, verwende eine Datei. Und ich mache das jetzt mal, dass ich das setze. Must specify a tick value. Na nun, das war nicht so vorgesehen. Ich mache jetzt mal no copy, no compatible. So, set. Ja, es gibt auch die Kurzversion VI für Vim-Info und jetzt gebe ich ein N hinzu und wenn ich mir das dann anschaue, was ist der Wert davon mit einem Fragezeichen dahinter, Tastatur, so und dann sieht das so aus und wir sehen in der ganzen Liste durch Kommata getrennt stehen irgendwelche seltsamen Kürzel und ganz am Ende ein N und das macht den Unterschied. Dieses sagt dem Programm, bevor du dich beendest, merke die Dinge in dieser Vim-Info-Datei. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Kommandos, wie ls zum Beispiel oder dieses editiere das Passwort-File und dann suche nach Doppelpunkt und suche einmal noch Login. Und also ich fülle die ganze Sache ein bisschen und jetzt sage ich, beende dich. Übrigens gibt es eine schnelle Beendigung. Ihr kennt sicherlich Doppelpunkt WQ, aber zählen wir mal kurz. Doppelpunkt WQ Enter sind vier Zeichen, die man tippt. Und es geht ein bisschen schneller. Man nimmt zwei große Zs. Ah, die Gemeinde nickt. Ja, okay. Gut. Wir haben die Datei geschrieben, naja, es gibt keine Datei zu schreiben, aber jetzt sollte eine Datei vorhanden sein, die nennt sich Vim-Info. Ja, so, das sind jetzt mal so 30 Kilobyte und das ist gerade eben geschrieben worden, sehr schön. Und da stehen Dinge drin und ich zeige jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt wieder Vim aufrufe. Ah, diesmal mit Setup-File. Man sieht schon, dass da unten an der Statuszeile sich was geändert hat. Aber ich gehe mal bei dem Suchen hin. Achso, das hat er jetzt eine Menge mehr hineingeladen, was da vorher war. Vielleicht hätte ich das nochmal. Na, egal. Ich nehme mal das Fensterchen. Also das sind Dinge, die ich schon vorher mal gesucht habe. Ja, wie man sieht, Kommandos, die ich gemacht habe. Und im selben Dingens gibt es also auch das mit der Suche und wie man sieht hier, ja, kann ich aufmachen, dass ich noch mehr andere Dinge gesucht habe. Das ist jetzt alles wieder vorhanden. Das ist der Hit an der ganzen Geschichte. Man weise an, dass diese Datei geschrieben wird und beim nächsten Starten wird das alles wieder mit aufgenommen und ist wieder vorhanden und benutzbar. Wenn ihr euch also nicht mehr erinnern könnt, wie ihr da was gesucht habt und wie dieser Ausdruck dort war, dann könnt ihr das alles jetzt wieder nachlesen und wiederverwenden.
Es ist erschreckend still geworden hier. Das ist so ein bisschen, wenn der Chor in der Kirche schweigt, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Also die ganze Geschichte nochmal zum Wiederholen. Das ist zumindest einfach und klingen noch, was ich kann. Ich weiß, es ist ja ernst, aber wie geht dieses Fenster unten auf? Das geht bei mir immer nur auf, wenn ich mich irgendwie vertippe und dann rechts wieder weg. Das war genau die Sache. Also wenn man, du hast das einmal gemacht, oder? Ja, ich habe gesagt, also normalerweise Doppelpunkt Q schließt das aktuelle Fenster und jetzt ist genau das umgekehrt. Q-Doppelpunkt. Q-Doppelpunkt öffnet dieses Fenster. Mit der History von der Kommandozeile. Das ist genau das, wie ich da hingeschrieben habe. Erst das Q, dann das Doppelpunkt. Im Command-Mode? Im Command-Mode, ja. Genau. Ja. Surprise. Genau, und das andere war eben Q-Slash und dort gibt es die History dann. Und das Fenster wieder zumachen? Ja, das geht mit Doppelpunkt Q, da muss man so eine richtige Reihenfolge machen. Also ein normales Fenster. Okay. Genau. Ja. Also nein, das ist eine Ausnahme sozusagen von den Kommandos. Nein, es gibt auch Kommandos, die mit Q anfangen. Nein, das ist ein. Also, wo fangen wir an? Erst einmal, im VI gibt es drei Tasten, die nie belegt waren, die frei waren: Q, G und V. Und Q wurde dann benutzt, um Macro-Recording eigentlich zu machen. G als Lead-In für andere Kommandos und V für die ganzen Visual-Mode-Geschichten. So. Und das gibt's. Im Wesentlichen steht in meinem Advanced-Text-Dings dann nochmal ein Hint darüber alles drin. Aber bevor wir uns das jetzt alles einmal durchlesen, müsst ihr die Fragen stellen. Okay, das ist so die Idee. Beim Q ist das übrigens so, wenn nach dem Q ein Buchstabe kommt, ich nehme jetzt einfach mal ein A, dann tut man Dinge und dann beendet man das Aufzeichnen dieser ganzen Kommandos wieder mit einem Q. Und das stopft alles, was man macht, in den Register A. So, und jetzt kommt die Feedback-Geschichte. Wer kennt Register? Gegenprobe, wer kennt es noch nicht? Genau, dann wollen wir das mal ändern. Dann, also der Hinweis an dieser Stelle ist, ihr kennt ja, wenn ihr irgendwas kopiert und wieder einfügt, ja, dann muss das ja irgendwo sein, das ist in einem sogenannten Register. Und der Register hat einen Namen, der Default-Register, aber es gibt noch welche, die haben einen richtigen Namen, und zwar von A bis Z. Das heißt, wir haben 26 weitere Clipboards. Und die können wir füllen mit Dingen und ich bin jetzt schon in dem Advanced Mode sozusagen, dass ich einfach mal zeige, weil es gerade anliegt, aber ich komme nochmal auf ein paar Dinge zurück. Mit dem Doppelpunkt REG-Befehl kann ich mir die Register anschauen. Da kommen erst einmal die mit den Nummern, das erzähle ich mal nicht, aber hier sind die Dinge, die mit Buchstaben etwas zu tun haben. Ja, also Register werden immer, haben einen Namen, werden angesprochen mit dem Anführungszeichen und dann kommt der Buchstabe dahinter. So, und bevor ich jetzt alle zeige, zeige ich mal ganz kurz, was ich damit mache. Das sind schon Dinge drin. Was? Also. Also, ja, also, Moment. Also, Register, nehme ich mal S, einfügen. Ja, ich habe also in einem Register das einfach mal hineinkopiert und das ist weiterhin dort mit drin. Und was ich eben getippt habe, ist folgendes, Anführungszeichen S, ja, benutze Register S und P, paste das hier hinein. So wie es besser. Der Schottschluss ist wieder, das Ding blendet irgendwie. Ich finde es immer lustig, dass... Naja, so wie der Beamer angebracht ist, dass er einen Schlagschatten kriegt von der Anzeige. Ganz ohne ist am besten. Ja, ganz das ohne. Ist besser, wie, ja. Weil das Licht ist auch wieder nicht gut. Das kommt ja gut, man fällt das Blinder und mehr. So ist auch, wie ist das? Besser. Für uns gut, glaube ich. Ja, was für euch okay ist, mir ist gut. Es muss für euch gut sein, weil ich sehe was ich hier tippe. Also. Genau. Wenn es für euch okay ist, mir ist es egal. Also Thema Register, Macro Recording.
Da geht er gleichzeitig auf. Ja. Können wir uns alles mal nochmal in Ruhe anschauen. Das ist jetzt mehr, also ich möchte daran erinnern vielleicht, was ich jetzt mache, ist Show-Effekt-Dingens. Was kann man machen? Was gibt es? Aber ohne das, und dann drückst du die Taste und dann drückst du die Taste. Das kommt dann auch. Ja? Das müsst ihr aber sagen, dass ihr das wissen wollt. Sonst ist es erstmal nur so ein, das gibt es. Ja? Also es gibt 26 Register, denkt an Clipboard, wenn ihr wollt. Und mit Hilfe dieser netten Geschichte merkt ihr das, landen diese ganzen Inhalte der Register in diesem Vim-Info-File und wenn Vim wieder startet, dann nimmt er das wieder auf. Und das ist wieder vorhanden. Ja? Nicht am Tisch. Achso. Der arme Tisch. Ja, tut mir leid, Tisch. Okay. Also, ich mache mal noch ein weiteres Beispiel dafür. Also ihr kennt das, ich denke mal, einige von euch werden immer wieder sowas tippen wie sehr geehrte, schon richtig tippen, Damen und Herren. Ja, und das tippt man sehr oft, ja. Und ich nehme jetzt mal diese Zeile und highlighte sie und mit den richtigen Tasten stopfe das in ein Register. Ich sage, verwende Register A. Hier unten sieht man übrigens noch, währenddessen ich tippe und das Ganze noch nicht vollständig ist, ja, gibt es eine Anzeige in Vim, das sagt hier, das habe ich entgegengenommen, aber ich weiß noch nichts damit anzufangen. Genau. Und jetzt sage ich, kopiere das da mal hinein. Und Register, na, ich muss mich echt noch an diese ganze Tastatur gewöhnen. Das ist ein bisschen komisch. So, Register A bitte mal anzeigen. Da sehen wir, dass dieser Text da mit drin steckt. Und dieses Hütchen J, ja, das ist ein Ctrl J und die blaue Farbe weist an, dass das zusammengehört und nicht einzelne Zeichen sind. Und das Ctrl J ist unter Unix ja unser Zeilenende-Zeichen. Ja. So, und jetzt die Verwendung ist, ich mache mal ein neues Fensterchen auf hier und beginne meine Mail. Und denke mir, was sage ich als erstes? Ach ja, sehr verehrte Damen und Herren, steckt im Register A, hole ich mir das, Achtung, da hinein und dann schreibe ich weiter. Bla bla bla. Ja, so. Ah, hier ist wieder das Caps Lock. Wer hat Caps Lock eigentlich erfunden? Lebt der Mann noch? Nicht. Das ist gut für mich. Gut, naja, das sind lustige Ideen. Aber anyways, ich brauche diese ganzen Sachen nicht mehr zu tippen, denn ich habe in einem Register, da steckt dieser Text drin. Der Text steckt im Vim-Info-File. Wenn ich Vim wieder starte, ist der Text wieder da. So, und für manche, vielleicht von euch, ist das so, wenn es noch nicht so eingestellt war und nicht da ist, das sollte sich jetzt ändern. Das ist die ganze Geschichte mit der Wiederverwendung. Wie groß ist der Register? Wie viel kann man da reinschreiben? Das ist eine gute Frage. Wie viel kann man in einen Register hineinstecken? Also es können mehrere Kilobyte sein. Ich kann das nachgucken, aber ich habe es nicht im Kopf. Und ja, im Zweifelsfall schaue ich halt nach und sage hier Help Registers. Und dann gibt es einen großen Text, wo alles Mögliche darüber beschrieben ist. Und das steckt in der Datei Change Text und die ist immerhin, naja, 1800 Zeilen lang. Und dann, ja, Size, ist vielleicht das, wonach man suchen kann. Nee. Jetzt ist alles ein bisschen breiter, so vom Text her. Na, also sehe ich jetzt nicht direkt, aber ich denke, es steht schon irgendwo dabei. Aber es kann, also bisher habe ich noch keine große Grenze gesehen. Aber es liegt eben auch daran, dass ich jetzt nicht einen riesigen Text da drin abspeichere, sondern etwas, was ich selber geschrieben habe. Und das Beispiel, was wir eben hatten, ist eben dieses hier, wo ich eben solch einen kleinen Textblock habe. Ja, okay, das ist nicht sonderlich groß, aber ich behaupte mal, ja, einige Kilobyte können schon sein. Ja. Also mit 10.000 Zeilen hat er mal kein Problem.
Okay, 10.000 tut schon mal Zeilen. Es kommt doch also an, wie viel drinsteckt in den Zeilen. Ja. Ich möchte euch an dieser Stelle bitten, das ist genau so eine von den Fragen, will ich nachgucken, mache ich dann in der Pause. Bitte schreibt mir das in das Textpad hinein. Also wenn einer von euch gerade Zeit hat, bitte schreibt mir das als Frage hinein und dann kann ich das mal beantworten. Ja? Genau. Dafür ist das Textpad übrigens auch da. Also jeder, der einen Kistel hat und eine Frage hat, gleich hineinhauen. Und das Schöne ist dann immer, ich kann mal umblättern und ich kann einfach mal schauen, was sich da gerade tut. Ja, noch nicht so viel, aber dafür ist es da. Ja, wir benutzen Textpads in, übrigens noch als Side Note hier und da für alle möglichen Treffen. Und während das Treffen abläuft, kann jeder, der einen Kistel dabei hat, bei dem Textpad was ändern. Und am Ende des Treffens steht das Protokoll. Mehr oder weniger. Ja, also das ist der Hit an der ganzen Geschichte. Und das Ganze kann man dann exportieren, auch in verschiedenen Dingen. Ich weiß bloß nicht, was das ist. Microsoft Word, keine Ahnung. Ja, PDF, aber Open Document, denke ich, kennt ihr. Und reiner Text ist natürlich auch immer ganz schick. Ja. Genau. Ja, darüber gibt es noch mehr zu erzählen über das Pad, aber das mache ich nachher ein bisschen. Also bitte schreibt mir da was hinein. Ja, dann können wir das nachschauen. So, ja, was habe ich übrigens für einen Text hier übrigens? Das ist sind einfach vier Befehle, die einfach nur Touch eine Datei anlegen auf einem Dateisystem. Warum sollte man das haben? Naja, ich mache das bei USB-Sticks. Ne? USB-Sticks fliegen herum und dann weiß man nicht, weil da keiner was drauf kritzelt, ist ja viel zu klein, wem das gehört. Aber wenn man ins Dateisystem einmal mit dem LS hineinschaut, dann sieht man, was da ist. Aber man will vielleicht nicht alle Dateien durchgehen. Wenn man diese Befehle aber mit Touch benutzt, dann werden die Dateien angelegt. Und ich habe das so gemacht, erst einmal kommen da die Zahlen einfach und dann Name, Phone, Mail, Phone, Address. Und das ist etwas, womit man sich auf mich beziehen kann. Ja, ich sage damit, das ist mein Name und das ist meine E-Mail-Adresse und meine Phone-Nummer und wenn jemand so einen Stick findet, dann kann er mich anrufen und sagen, hey, der ist hier, hast vergessen, ja, hol dir es ab. Ja. Ja, liegt vielleicht ein bisschen so im Weg herum, aber so eine Datei macht das eben einfacher für alle, das zurückzugeben. Genau. Ja, also was steckt noch so drin? Was kann man noch hineinstopfen? Natürlich kann man auch das mit freundlichen Grüßen. Wo ist das SZ hier? Da, genau. Und ich habe mich vertippt. Keiner sagt was. Boah, seid ihr alle nett. Genau, und diese Zeile stopfe ich jetzt mal in Register M. Und ja, wenn ich was irgendwie mache, dann Register M, da ist es. Sieht natürlich jetzt einfach nur wie kopiert und eingefügt aus. Aber ich kann euch versichern, wenn wir jetzt in Register M schauen, da steckt es drin. Und so kann man immerhin 26 verschiedene Texte sich einfach irgendwie dahin in die Register speichern und wieder abrufen, wenn man sie braucht. Und ich denke mal, jeder von euch irgendwie im täglichen Leben schreibt mal, das ist der Event demnächst oder wir treffen uns dort oder hier ist die Adresse. Und das kann man alles da mal irgendwie unterbringen. Wenn das nicht reicht, gibt es noch mehr zu zeigen und noch mehr darin zu machen. Ja. Gibt es Register mit längeren Namen auch oder gibt es nur die 26? Es gibt die 26 A bis Z, kleingeschrieben, und es gibt auch noch ein paar weitere, aber man kann nicht längere Namen vergeben. Nein, okay. Das gibt es leider nicht. Ja. Ja, es gibt ein Register, naja, da heißt Doppelpunkt und dort drin steckt das letzte Doppelpunkt-Kommando und es gibt eins mit Slash und das enthält das letzte, was wir gesucht haben. Insofern können wir das dann auch dort verwenden und ich kann sagen, hier das letzte Kommando war Doppelpunkt und dann kann ich, mein Gott, ich vertippe mich gut, und dann sage ich, ziehe das herein aus dem Doppelpunkt-Register, naja, da stand jetzt nicht so wahnsinnig viel drin. Ja, aber wenn es länger ist, ist es natürlich ganz praktisch, wenn man das mal einfach hier hineinpasten kann. Es gibt dann noch ein paar weitere Register.
die möchte ich gleich mal erwähnen, auch wenn die Frage gar nicht kommt, bitte fragt. Und zwar diese Register von 0 bis 9. Und Folgendes passiert. Wenn ich irgendwas kopiere, dann landet das im Register 0, also Anführungszeichen 0. Und wenn ich wieder was kopiere, dann wird das, rückt das alles eins weiter. Was im Register 0 war, geht im Register 1 und so weiter. Und was im Register 9 war, nun ja, das fällt halt leider heraus. Ja, aber was immer wir kopieren oder löschen, Vim merkt sich automatisch die letzten 10 Kopien und Löschungen. Und eigentlich habe ich was Falsches gesagt. Nicht nur Vim merkt sich das, sondern das eigentliche VI hatte das auch schon. Also seit 40 Jahren an sich wird automatisch werden Dinge gemerkt und keiner weiß was davon. Und deswegen bin ich heute hier, um euch die frohe Botschaft zu erteilen. Da gibt es was. Also wenn ihr irgendwas vergessen habt, was ihr gerade gelöscht habt, zum Beispiel hier mache ich mal was, da wurde was gelöscht, glaube ich. Also im Register 4 steckt das drin. Dann gehe ich einfach dahin und sage so, aus dem Register 4 herausziehen. Und da ist jetzt der Text. So, das war aus einer E-Mail, die ich gerade bekommen und beantwortet hatte vorhin. Okay. Ich hoffe, ihr kommt so langsam ins Grübeln über das, was ihr jeden Tag verwendet und wiederverwenden wollt. Und die Botschaft war, setzt die VI-Option und gebt ihr ein N hinzu. Ja, dieses Ding solltet ihr in euer Setup-File hineinschreiben. Das, genau. Und das ist das WimRC und das schlägt im Home-Verzeichnis und heißt .WimRC. Gell? Ja? Und wenn ich mir das ganz kurz mal anschaue, dann sieht das bei mir, oh ja, das ist mein großes, nein, ich wollte euch eigentlich mein kleines zeigen, wo das auch drin steckt. Also seit vor vielen, vielen Jahren habe ich ein WimRC Minimum mal geschrieben, das eigentlich so groß sein soll wie eine Signature. Das heißt also nur 4 Zeilen, die ganze Geschichte. Und die 5. Zeile ist eigentlich Kommentar. Und in dem Kommentar steckt drin eine URL und die zeigt euch, was dort drin steckt und warum. Ja? Und um es einfach nur mal zu sagen, hier ist das Ding. Da steckt also die Zeile mit dem WIM-Info und dort steht bei meinem N dahinter noch ein Name, explizit noch dazu. Das ist zwar der Default-Name, aber es muss nicht unbedingt sein. Wichtig ist dieses N, dass es existiert und dann sagt es, es wird alles abgespeichert in einem WIM-Info-File. So. Und für alle die jetzt eine Kiste dabei haben, die können das gleich alles ausprobieren. Und wenn nicht, dann bitte merken, beziehungsweise eigentlich nur merken, dass mein Dings online ist. Und um es noch ein bisschen einfacher zu machen, habe ich bei meiner Homepage auf Gukus.net da einen Link hingeschickt. Und der zeigt genau auf das, die Datei, die wir heute sozusagen eigentlich durchgehen. Ja. So, und wer es mag in der Pause, der kriegt es auch per E-Mail zugeschickt. Ja. Ja. Noch so nebenbei gemerkt, einfach nur, war gar nicht geplant, aber das ist hier. Da oben rechts seht ihr so einen aus ASCII-Zeichen gebauten Kanarienvogel. Wenn der verschwindet, macht es euch bitte Sorgen. Ja, ihr kennt das mit Kanarienvogel. Ja. Ja, also Kanarienvögel sind im Bergbau benutzt worden und weiterhin auch benutzt. Die werden mitgenommen, denn die schlagen Alarm, wenn irgendwie Gas da ist. Und naja, Methangas und ähnliche Dinge merken wir als Menschen gar nicht so sehr. Wir fallen dann nur um. Das ist ein bisschen blöd. Aber ein Kanarienvogel, bevor er umfällt, fängt er an zu singen. Also sehr. Und das ist ein Anzeichen.
Und in der heutigen Kryptowelt wird das benutzt als, naja, wenn so ein Kanarienvogel, also was auch immer das ist, wie er sich manifestiert in irgendwelchen Daten, wenn der weg ist, dann ist was nicht in Ordnung. Und der Hintergrund ist eigentlich mehr so die Legislaturgeschichte. Also wenn irgendeine Company die Krypto macht, warnen möchte, ja, über etwas, was vielleicht die Regierung macht, dann gibt es ein Gesetz. Und das Gesetz sagt, du darfst das nicht, du darfst niemanden anderen warnen, weil dann machst du was Illegales und dann kommst du ins Gefängnis. Man kann also nicht sagen. Man kann nur etwas, was da ist, wegnehmen. Also der Kanarienvogel, der da ist, wenn der weg ist, dann ist zwar nichts gesagt worden, aber dann muss man wissen, was damit gemeint ist. Ja. Ich weiß gar nicht, müssen wir das vielleicht rausschneiden aus der ganzen Geschichte? So, nicht, dass uns da jemand... Ja, anyways, Kanarienvogel. Einfach nur so. Genau. Zurück zu der ganzen Geschichte. So. Das ist das eine Merken von Texten und so weiter. Es wird noch mehr gemerkt in der ganzen Geschichte. Zum Beispiel, ich zeige das nochmal ganz kurz, hier auf dem Fenster 0 läuft mein Editor, natürlich der Wim, und ich benutze ihn, solange er rennt. Und er wird rennen, solange bis jemand die Kiste rebootet. Das ist übrigens nicht die Kiste vor meiner Nase, sondern das ist ein Server in Berlin. Und ich bin darauf eingeloggt und ich habe das jetzt nicht gezeigt, dass ich eingeloggt bin, aber das läuft dort. Und der Server rennt halt weiter. Und dieses nette Programm da unten, das mit dem grünen, das Screen, hält das Ganze am Leben. Ich kann mich also ausloggen, wieder einloggen und das wieder aufnehmen. Und der Wim läuft weiter. Und ich benutze ihn, um das eine zu editieren und das andere und noch etwas. Und dann fällt mir noch was ein. Und dann gibt es eine Liste von Dateinamen. Ja, viele davon haben mit Mutt zu tun. Das ist mein Mailreader. Also immer, wenn ich irgendwas schreibe, dann wird so eine temporäre Datei erzeugt. Und dann gibt es noch ein paar andere, also noch eine Seite und dann gibt es dies und jenes und dann noch ein bisschen und dann noch mehr und, oh, und dann kommt noch ein bisschen und noch ein bisschen mehr. Also man sieht, es rennt und rennt weiter und es sammeln sich Dinge an. Und das Schöne aber an der Sache ist, wenn ich das Ding eben beende, dann merkt es sich auch diese Liste und wenn ich eben wieder starte, ist die Liste wieder da. Und ich kann einfach auf Dinge zugreifen, also ich kann... über, ich mach mal das ein bisschen weg, man sieht hoffentlich unten die Kommandozeile, es blinkt der Cursor, mit dem Buffer-Kommando kann ich jetzt irgendwo hingehen und ich weiß, dass ich ein paar Sachen getweetet habe und da steckt irgendwo Tweet mit im Dateinamen drin und jetzt expandiere ich das Ganze mal, das sind also all die Sachen, mit denen ich irgendwas da neulich getweetet habe, ja, und das hat sich so ein bisschen angesammelt, also sind auch noch ein paar mehr. Und wenn ich dann irgendwie sage, dann kommt doch irgendwas, irgendwas und OCG, dann sehe ich, ah ja, da unten, das Ding, da habe ich was gemacht. Und dann sage ich, okay, das will ich jetzt haben, return, und dann bin ich dort. Also, wenn ich auf die Liste meiner angefassten Dateien wieder Zugriff habe, dann muss ich mir nicht mehr so viel merken. Wim merkt sich das Ganze. Und ich kann darauf zurückgreifen. Hast du speziell gemacht, dass sich das merkt? Weil ich habe gesehen, mit Doppelpunkt LS nur die Liste der Buffer, die ich gerade offen habe. Mit Doppelpunkt LS hast du nur das, was du gerade offen hast. Ja, das ist der Effekt. Aber wenn du jetzt mehrere Dateien aufmachst und dann rausgehst, dann sollte aufgrund dieses, merkt ihr das, im Vim-Info drinstehen und dann, ja, dann startest du Vim wieder neu und dann sollte mit Doppelpunkt LS die Liste wieder da sein. Okay, an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir mal so langsam in den Modus gehen, wir haben ja zwei Sachen eigentlich übersprungen. Wir müssen mal in den Modus gehen, dass ihr das alles nochmal nachvollzieht. Und dann kommen so langsam noch ein paar Dinge hinzu. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch noch ganz kurz den Effekt zeigen von dem anderen Teil. Es gibt noch eine weitere Datei, in der Wim sich ein paar Dinge merkt. Und die beziehen sich auf das Layout. Also auf die Einteilungen auf dem Fenster. Und dazu muss ich euch das ganz kurz erklären, was ihr hier gerade seht. Oben die erste Zeile, die ist so ein bisschen grün und gelb, so habe ich es halt eingestellt. Das sind sogenannte Reiter. Das sind die Dinge, die wir eben auch kennen, also die Tabs vom,
Firefox hier oben. Ja? Und im Prinzip kann man sagen, jeder Reiter, wenn ich da umschalte, ist ein anderes Fenster, da ist ein anderer Inhalt drin. Und genau so ist das zu sehen beim Vim ebenfalls. Und die grünen hier sind alle Dinge, die ich gerade nicht sehe. Ich sehe das, was hier gelb angezeigt ist. Naja, und aufgrund dessen, dass so viele Dinge angezeigt werden, sehe ich immer nur das Ende vom Dateinamen und .txt. Naja, das sind sehr viele bei mir leider. Wenn ich aber mal umschalte, ich gehe zum nächsten weiter. Ding, 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 dahin. Da oben, jetzt bei dem gelben, steht eine 3 in Magenta. Und die 3 sagt, hier gibt es drei Fenster, drei Subfenster. Ja, also ich habe hier unten etwas, da Telefonliste für Österreich. Dann habe ich dort mein Graz-Wien-Textdienst, das ist mein Reiseplan für diese Reise. Und dann da oben habe ich meinen Kalender. Ja. So, das sind die drei Fenster. Und wenn ich mir so das zurechtlege, ja, auf welchem Fenster sind welche Einteilungen, für welches Projekt, für welchen Kontext, dann möchte ich das nicht jedes Mal wieder neu machen. Also ich starte nicht gerne Vim neu und muss mir das alles wieder einteilen, bevor ich weiterarbeite. Ich möchte, dass Vim sich das merkt. Und dafür ist die Session-Datei da und dafür gibt es den Befehl MKS, da unten wieder, ja, Make Session. MKS, dafür steht das. Ja? Und es legt eine Datei an mit einem Standardnamen, session.vim, die gibt es bei mir schon und deswegen nehme ich ein Ausrufezeichen, damit ich nicht eine Bemerkung komme von wegen, naja, da ist was, vielleicht möchtest du das jetzt nicht machen. MKS Ausrufezeichen, schreibt das dahin. So, das ist jetzt hoffentlich passiert. Dann werden wir mal ganz kurz schauen. Ich mache das so. Genau, da gibt es jetzt also eine Session-Vim-Datei, die gerade eben geschrieben wurde und sie ist knapp 100 Kilobyte groß. Naja. So, und jetzt beende ich meinen Editor. Ich gehe also nochmal zurück auf mein Dingens hier und sage QA Ausrufezeichen. Ja, das beendet definitiv Quit All Windows Ausrufezeichen. Tu es einfach. Ja. So, wenn ich sicher gehen will, dass ich dann noch nichts, wenn noch Schreibungen gemacht werden müssen, dann sage ich WA für Write All. Ah ja, da ist tatsächlich was passiert. Und es gibt einen Buffer 156. Da weiß er nicht, wohin es schreiben soll. Aber in diesem Fall werfe ich diesen Buffer einfach weg. Und dann sollte WA funktionieren. Genau. Und jetzt sage ich Quit All. So, jetzt ist es wirklich weg. Puff, ja, man sieht, Fenster 0 da unten ist nicht mehr vorhanden. Und jetzt starte ich aber das erneut mit Vim minus groß S. Ups, groß S, genau. Und in dem aktuellen Verzeichnis liegt ein Session-Vim-File, also brauche ich das nicht weiter anzugeben. Und siehe da, blubblub, da wird was geladen und ich habe mein Layout wieder dabei. Ja, ihr erinnert euch an diese drei Fenstereinteilungen hier und ja, bei den anderen Dingen gibt es hier auch ein Dreierfenster und ein Zweierfenster. Die sind alle wieder da, sind alle wieder an derselben Stelle und jedes Fenster ist mit dem Buffer, mit dem Dateinamen gefüllt, der vorher da war. Ich kann also einfach weiterarbeiten. Insbesondere, wenn man seine Daten auf einen anderen Rechner nimmt, und will dort weiterarbeiten, dann nimmt man einfach diese session.vim-Datei mit und startet Vim mit minus groß S und dann geht es weiter. Das ist also die zweite Sache, die ich heute euch zeigen wollte. Diese beiden Dateien sind wichtig zum Weiterarbeiten, zum Erinnern und das ist das Ende des Workshops. Herzlichen Dank. Und genau. Also diese zwei Kleinigkeiten, ja, hoffe ich, dass ihr euer Leben so weit verändert, dass ihr ab heute mit allem, was ihr arbeitet, weiterarbeiten könnt. Ja, nicht wieder immer alles neu starten, sich selber erinnern, sondern let the program do its job, lasst das Programm für euch arbeiten. Es ist da und man muss es nur einmal einstellen. Natürlich könnte man argumentieren und sagen, ja, warum ist das nicht eh eingestellt? Warum muss ich mich
Warum muss ich das überhaupt erst kennenlernen? Naja, das ist eben genau das für diejenigen Leute, die nicht wissen, dass das überhaupt passiert, dass das Programm sich was merkt, die könnten dann der Meinung sein, sie werden von außen beobachtet. Und man muss schon diese Änderung selber bewusst machen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Richtung. Per Default also, wenn man das Programm aufruft, das ist nackt. Ja, und wenn ihr euch erinnern lassen wollt, dann könnt ihr heute euch erinnern lassen. Nochmal zum Anschauen. Nochmal die kurze Vorführung. Ja. Also, Vim aufrufen und ich mache das ohne Setup-File explizit. Ich setze mal noch was anderes halt zwischendurch, aber wie gesagt, ich suche einmal nach etwas fürchterlich langem, unsinnigen. Hat er noch found? Ja, gibt es halt nicht. Auch Fu wird er nicht finden, auch Bar wird er nicht finden. Aber ich habe damit eine History erst einmal für das laufende Programm. So, und jetzt muss ich nur sagen, Caps Lock wieder ausschalten, Set VI, gib dem noch hinzu ein N. Und wenn ich mich jetzt beende, schreibt er das dann? Ja, sollte. Und ich schreibe es, ich komme wieder hinein, dann sollte das wieder da sein. Ich frage mich natürlich genau, hat das jetzt das auch überschrieben, weil ich das explizit hier gemacht habe? Ja, im Info. Ja, überschrieben. Ich rufe mal Vim auf und dann gucke ich in die History. Ah ja, und da ist noch das ganze andere Zeug von vorher drin. Genau, das ist genau dieser Effekt, wenn ich das sozusagen an derselben Stelle mache. Aber wie gesagt, alles ist wieder da, was ich mal verwendet habe. Auch eben die ganzen Kommandos hier unten auf der Kommandozeile. Und natürlich, wenn ich ls mache, dann habe ich diese ganze Liste von Dateinamen auch wieder mit drin und kann dort einfach hinspringen. Ja, das war die Kurzversion. Die eine und die andere einfach so MKS Ausrufezeichen, mache ein Session-File und das können wir nachher beim Starten wieder mit Vim-Groß-S aufnehmen. Das war das zweite Mal der ganze Workshop. Aber, also. Auch mal schneller. Ja. Man kann es noch schneller machen, aber ich glaube, man braucht immer wieder so ein bisschen den Kontext. Man muss einmal sehen, wie ist es einmal ohne, wie ist es einmal mit. Ja. Und hervorgegangen ist das Ganze, dass ich wieder mal hinter jemandem gestanden habe und ich sehe, der geht dann irgendwie das Verzeichnis wechseln und dann VI aufrufen auf dem Pass-WD. Ja, und dann irgendwas gucken und dann wieder rausgehen und dann ins andere Verzeichnis gehen und wieder VI aufrufen auf noch eine Datei und dann, naja, und zwischendurch sehe ich, wie er sagt, naja, jetzt muss ich das nochmal suchen, jetzt muss ich das nochmal eingeben. Das war ein Musterbeschreibung, die ich eingebe und das war immerhin 10 Zeichen, aber alles passiert im Kopf von dem Menschen. Und das ist eine Sache, die auch sehr ablenkend kann sein. Also man kann nicht weiterarbeiten, wenn man alles im Kopf haben muss. Ja, und man muss irgendwie den Tag neu beginnen und sich wieder darauf konzentrieren, was habe ich gestern gemacht, wonach habe ich gesucht, was habe ich editiert. All diese ganzen Sachen. Ja, man muss erst wieder reinkommen, man muss den Tag starten. Das dauert, ja, manche Leute sind gut, die brauchen nur eine Minute, aber ich bräuchte sehr viel länger. Und dann habe ich mir gesagt, ja, Moment mal, ich kenne das Programm jetzt so lange, jetzt seit 25 Jahren und ich weiß, dass das habe ich mir einmal eingestellt vor 20 Jahren und seitdem verwende ich das ja immer wieder. Warum machen das andere nicht? Naja, jetzt könnte man sagen, warum hast du nicht die Hilfe mal durchgelesen? Aber ganz ehrlich, die ganze gesamte Hilfe, das ist ein riesen Text. Also alle Textbausteine, die es dort gibt, ja, sind riesig viel. Also wenn ich mal ganz kurz hier mal schaue, wo ist denn mein Zeug hier? Genau, Share Vim, Vim 8 natürlich, genau. Also im Home-Verzeichnis habe ich das installiert, Vim, Vim 8.0, da sitzen die Daten und genau, Tools, Dings, wo ist immer, Syntax,
Also das sind die Syntax-Files. Die Help-Files sind nicht hier. Nanu. Moment. So schnell gebe ich nicht auf. Doch. Warum sehe ich das nicht? Ich sehe es einfach noch nicht. Okay, im Doc-Verzeichnis liegt also Zeugs herum, das sind einige Dateien. Und wenn wir jetzt mal die Zeilen zählen lassen von allen Dateien, achso, wir machen das am besten so, geben das weiter an WordCount-Dingens, ja, dann kriegen wir nach einer kurzen Zeit 171, knapp 172.000 Zeilen. Okay. Zeilen können länger oder kürzer sein. Immerhin, das sind 6,8 Megabyte. Es komprimiert schön, aber wir lesen es ja lieber entkomprimiert, dekomprimiert. Das dauert lang. Das ist reiner Text und das ist reine Information. Ja, man kann ein paar Sachen weglassen, sicherlich. Das geht schon irgendwie, aber mal sehen, die größten Files, okay, die allergrößten Sachen sind über die Unterschiede oder Infos zu den Versionen, Version 6, 7, 8, braucht man vielleicht nicht zu lesen. Die interne Sprache, die Evaluationsding, braucht man vielleicht auch nicht unbedingt. Aber hier wird schon spannend. Welche Optionen gibt es denn? Und was machen die überhaupt alles? Wenn man das mal durchlesen will, naja, dann gucken wir mal ganz kurz. Das sind immerhin 8.800. 54 Zeilen. Viel Spaß beim Lesen. Ich habe das dreimal versucht, alles durchzulesen in meinem Leben. Ich bin dreimal nach zwei Wochen gescheitert, weil ich einfach irgendwie Overload hatte im Kopf. Ja? Also man sieht nicht, was das Ding alles kann. Das kann verdammt viel. Ja. Und ich bin ja so aufgewachsen im Internet. Da gab es ja noch kein Google. Internet 1.0. Woher kriegt man diese ganze Information? Wie bastelt man sich ein Setup-File zusammen? Naja, man findet die Dinge irgendwo auf dem Server und dann lernt man von dem, was andere Leute geschrieben haben. Aber sich das zusammenzuschreiben, erst einmal zu wissen, welche Optionen gibt es denn alle, dann guckt man eben diese Hilfe mit den Options-File und dann findet man, glaube ich, so etwa annähernd 400 Optionen. Und wenn man die einfach nur mal aufschreiben will, tippen, das reine Tippen, Sätze, Optionen oder überhaupt nur die Optionsnamen. Da ist man schon mal Nachmittag beschäftigt. Ja, das dauert ein bisschen. So, und jetzt möchte ich euch noch ungefragt eins reintun. Und zwar folgendes. Es gibt einen Options-Befehl. Ja, Doppelpunkt OPT reicht schon. Und der macht folgendes. Der erzeugt einen Text. Das könnte man so. Also hier gibt es ein bisschen Hinweise, was man damit machen kann, aber hier gibt es ein Inhaltsverzeichnis und important ist der erste Abschnitt und dieser important enthält die wichtigsten Optionsnamen überhaupt. Ja, da gibt es dieses compatible, das habe ich vorhin benutzt, indem ich verwendet habe set no CP, ja, da habe ich das nicht compatible verwendet, was sehr speziell ist. Aber solche Sachen wie Paste oder so, das sind An- und Ausschalter, ein sogenannter Toggle. Und da steht alles da. Und ich kann eben auswählen an der Stelle, ob ich Set No Paste verwenden will oder Set Paste, dann steht es nochmal normal dahinter. Ich kann das, was ich nicht brauche, einfach löschen. Dieser ganze Text ist erzeugt worden und ihr habt jetzt damit alle Optionen mit allen Einstellungen jetzt in einem Buffer, wie man es nennt, noch nicht in der Datei, aber jetzt gucken wir uns mal an, das Ding ist jetzt 900 Zeilen lang und wenn wir mal noch weiter schauen, das Ganze ist jetzt, naja, 30 Kilobyte. Das so hinzuschreiben selbst wenn ihr es ausgedruckt vor euch habt und ihr müsstet das jetzt abtippen, das kostet euch ein Wochenende und den Schlaf dazu. Ja? So, und noch besser ist, das, was hier erzeugt wurde, ist genau das Beschreibende für den laufenden Vim. Das heißt, wenn ihr das wieder hineinzieht und dem Vim sagt, bitte füll das alles aus, dann habt ihr den Vim vor der Nase, den ihr gehabt habt, als ihr das Programm, als ihr das Befehl aufgerufen habt. Und das finde ich sehr schick.
Und das finde ich so schick, dass ich das gerne auch im Firefox haben will. Und in allen anderen Programmen natürlich. Gut, das habe ich dem Entwickler, Dingsmensch, der aus, also es gibt ja diese Entwicklerabteilung da in Paris, und da war mal ein Workshop in Berlin, wie baut man Add-ons, und ich hätte gerne ein Add-on, das einfach nur so Kommandozeile hat und diesen Befehl. Ist das nicht Load Last Session in Firefox? Ja, mittlerweile gibt es so ein Zeug, aber ich hätte ganz gern solch ein Setup-File. Ich hätte gern so eine Kommandozeile. Ich hätte gern die Befehle vom Vim, wie man Dinge setzt. Und da könnte ich auch nochmal drei Sachen zeigen. Aber diese ganzen Sachen hätte ich genauso gerne im Firefox. Und die Sache letztendlich, die man dann hat als Dateinamen, also ich mache das jetzt von der Shell aus, aber im Wesentlichen kann man sagen Source FileName. Damit zieht man sich den Inhalt hinein. Das ist genau wie bei der Shell so gedacht. Ja? Das ist ein Setup-File. Bei einer Shell ist nichts anderes als alle Befehle, die ich interaktiv eingeben kann, dass die nochmal reingezogen werden beim Starten, damit alle Aliase und Funktionen wieder da sind. Aber das im Wesentlichen, solch ein Kommandozeile und ein Befehl, zieht ihr alles rein, was in dieser Datei steht. Das hätte ich gern im Firefox, damit danach alles im Firefox wieder so ist, wie ich das gerne brauche. Wozu brauche ich das? Ich habe doch meinen Laptop. Nein, den habe ich nicht immer dabei, sondern ich gehe irgendwo woanders hin und dann habe ich einen anderen Laptop. Und im Wesentlichen möchte ich eigentlich diese Textdatei vielleicht irgendwie bei meiner Webseite unterbringen, mal runterziehen, und dann füttere ich das an den Firefox. Und der Firefox fängt an zu rödeln und sagt, oh, ich brauche noch dieses Plugin, oh, ich brauche diese Einstellung, oh, die Farben müssen geändert werden. Und so weiter und so weiter. Damit das danach genau das ist, was ich zu Hause hatte. Oder noch genauer gesagt, ich gehe dann vielleicht in ein Webcafé, und eigentlich möchte ich beim Firefox so ein Standardkommando haben, das einfach sagt, von dieser URL, von dieser Webseite, zieh dir jetzt mal alles rein. Das ist dann so ein Setup-File. Und wenn das getan ist, nach 1, 2, 3 Minuten, dann habe ich den Firefox vor der Nase, den ich verwenden will, wo ich produktiv bin. Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man das per Hand macht und per Hand zusammenklickert, dann seid ihr im Webcafé beschäftigt mit der ersten halben Stunde, das herumzuklickern. Und ich mache es eher so, ich gehe lieber rein, ziehe mir das rein, oder das rüttelt automatisch, hole mir was zu trinken, und dann, wenn ich mich wieder hinsetze, nach 2 Minuten, dann ist das da. Okay? Ja, aber das ist ja nicht klickibunti, das ist ja uncool. Das ist mir wurscht, was jemand für cool findet oder nicht. Das ist das klassische Gegenargument. Ich finde sowas auch cool. Ja, ja, die Antwort von dem Entwickler Dingensmensch war, Sven, du bist verrückt. Das war eigentlich nicht die ich mir erhofft hatte, die Antwort. Aber die Idee ist weiterhin da. Also wenn jemand ein Projekt braucht zum irgendwie machen, ich würde halt am liebsten anfangen mit einer Kommandozeile. Ja. Kann man den Firefox nicht in einer Art Roaming-Version verwenden, wo du vom USB-Stick... Ja, natürlich. Du kannst deine Sachen auch mitnehmen auf dem USB-Stick, und dann steckst du das in den Rechner, ja, und lädst das von dort. Ja. So, jetzt versuch das mal in einem Webcafé, wo die Leute nur Windows kennen, wo sie die Kisten versteckt haben, per TFTP booten, und du fummelst da hinten rum, dahinter, und versuchst irgendwie das USB zu finden, wo du es reinsteckst. Ich meine privaten Daten, und dann nicht mit deinem Computer in Verbindung kannst, okay, bringen. Die andere Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist, ich tue das nicht. Genau. Ja, okay. Aber für andere Leute, die das jetzt, die auf Reisen sind und einen Laptop nicht mitnehmen, aber lieber einen USB-Stick, die würden das vielleicht gerne machen. Ja. Irgendein WebDAV Drive oder sowas nehmen? Ja, es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Aber angenommen, du kommst an den Rechner gar nicht dran. Du siehst die Tastatur, du siehst den Monitor. Und der Rechner ist verbaut in den Möbel dahinter. Dann ist deine Möglichkeit mit dem USB gegessen. Kannst du mit dem Browser einloggen? Ja, man kann den Browser einloggen, genau, man kann das online speichern, aber dann gibt es wieder diejenigen, die sagen, ich stelle doch meine persönlichen Einstellungen nicht online irgendwo hin. Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ach so? Ich meine, du brauchst ja eigentlich gar keinen Browser, ne? Du machst das ja eh mit dem Text. Kannst du zum Browser hingehen und mit SSH
einfach in deiner Maschine einloggen. Genau, das mache ich auch so, genau, im Webcafé seit Jahren gemacht. Ja. Ich brauche einfach nur einen SSH-Client. Ich empfehle PuTTY, ja, seit ewigen Zeiten. Das ist eine Datei, runterladen, starten, verbinden, online sein, Fullscreen machen, sieht man nichts mehr vom Windows-Desktop, super. Ja. Den kannst du sogar von deiner Webseite herunterladen, den SSH-Client. Genau, also wenn ich das sozusagen nicht über die offizielle bekomme, kann ich habe auch eine Kopie, natürlich in meinem Verzeichnis hier, da, dann kann ich das runterladen. Und für den Fall, dass das Runterladen von Excel-Dateien verboten ist, habe ich das auch gezippt und vielleicht ist ZIP auch verboten, also habe ich es auch als Target-Zip. Das ist als JavaScript. Und es gibt es auch als JavaScript, ja, nicht so ganz so schön. Aber wie auch immer, es gibt eine Möglichkeit, man kann es runterziehen und dann verbindet man sich und so ich das eben hier mache, per SSH auch, ja, und dann Fullscreen und dann wird man rausgeschmissen. Weil so sieht ein Windows nicht aus und das heißt, man hat gehackt. Also ich bin schon einmal rausgeschmissen worden deswegen. Ja, ich habe dann zwar gesagt, so, aber... Weil dein PuTTY Fullscreen gestartet hat. Genau, und dann habe ich gesagt, aber schau, dahinter ist doch alles noch Windows, alles ist gut. Na, der Mensch, der das Ding betreibt oder dort Job macht, der hat gesagt, na, raus. So geht es nicht. Ja. Aber, für den Fall, also angenommen, das ist jetzt so... Also ihr kriegt kein PuTTY hin und das meckert immer runterladen und von angehängten Dateien, pipapo, das muss alles verhindert werden und schon gar nicht auf dem Desktop und das ist alles super sicher. Für euch habe ich dann noch eine andere Lösung. Genau, also wir haben einen Webbrowser, das ist der Firefox, ja. Noch ganz kurz so das übliche About aufrufen, das ist der Firefox, ja. So, und jetzt gehen wir mal weg da wohin und zwar zum, ach, und ich erwische immer dieses Touchpad, das mich immer davon ablenkt, irgendwo hinzugehen, in Berlin.de und zu der Seite Shell in A-Box, so. Also da unten steht, dass er was tut, das könnt ihr wahrscheinlich unten nicht sehen, weil das immer abgeschnitten ist. So, jetzt sind wir da. Und die Kiste meldet sich und man sieht, oh, ein Login. Mal schön. Mhm. Sieht so aus, als wäre ich eingeloggt, was? Jetzt frage ich mal, ist da noch was? Ja, da gibt es noch was. Naja, dann hätte ich ganz gerne mal meine Work-Session. Ja, und da waren wir gerade hier bei dem Vim mit dem Options-Dingens und jetzt kann ich das so weitermachen. Was habe ich verwendet? Keinen SSH-Client. Ich verwende einen Browser mit einer HTTPS-Verbindung. Und ich bin eingeloggt und ich habe wie ein Terminal. Tada, nennt sich Shell in a Box. Wollt ihr euch installieren? Beziehungsweise, also bei uns ist das bei diesem Verein, dem in Berlin, dem Individual Network, auf der Kiste eben mit der richtigen URL kriegt man das Ding, kann man sich einloggen. Ja, das ist lässig, ja. Super. Schon geil, oder? Und das Wichtige an der Sache war... Den findet man doch nicht aus dem Web. Ja, genau. Da kann man sagen, hier, ich habe eine Webseite aufgerufen. Was soll's ja? Chrome vom Firefox und so. Genau, man sollte drumherum noch den Fenster drüber lassen vom Firefox. Das ist eine Webseite. Genau. Aber ich nehme mal das hier mit dazu, weil das ist ja das Terminal. Also hier habe ich ein richtiges Terminal. Bin ich da? Und dann gehe ich dorthin und wie ihr seht, Moment, jetzt muss ich immer so ein bisschen, wir machen das am besten. Na, ich lasse es so. So, also, ich habe jetzt mal kurz gesagt, passe mal bitte an auf das, was ich da gerade sehe. Und man sieht hier an diesen Dingen am Rand, ja, das ist so eine Art Rahmen und der Rahmen jetzt auf der Webseite und der Rahmen entspricht dem Rahmen, den ich im Terminal hier habe. Und wenn ich dort irgendwas mache, dann seht ihr, dass das ungefähr so ziemlich dasselbe macht. Ne? Also wenn ich irgendwas markiere, ist das markiert. Und der Hit an der Sache ist, dass es genau das, was Screen macht. Ich habe verschiedene Ansichtsprozesse
auf dieselbe Session. Und das war eigentlich der Grund dafür, wo die Screen geschrieben wurde, schon vor 20 Jahren, dass man, dass verschiedene Leute auf denselben Prozess schauen können und dasselbe Fenster und sich darüber unterhalten können, sage ich mal, im Service Support, was läuft denn da gerade? Ja, tipp doch mal was. Tipp. Ah, sehe ich, dass du das tust. Und nicht im Sinne von, hast du schon getippt? Hast du es schon abgeschickt? Hast du Return gedrückt? Kam etwas? Gibt es eine Fehlermeldung? Was siehst du überhaupt? Ja, und immer ein Bildschirm zu beschreiben, das ist ein bisschen aufwendig. Aber hier können verschiedene Leute, sofern man sich das so einstellt, darauf schauen und dann darüber über dasselbe sprechen. Ja? Shell in a Box. Ja, Shell in a Box ist jetzt aber die, sozusagen die Version übers Web. Wie verwendest du Passwortattacken? Nochmal lauter. Wie verhinderst du Passwortattacken? Das ist das, was du beim SSH machen kannst, dass du keine Plaintext-Passwörter Was heißt verhindern? Zulässt. Naja, ich verhindere in dem Sinne nichts. Ich bin ja derjenige, der sich einloggt. Ich bin der Benutzer. Ich bin derjenige, mit dem Passwort. Du loggst dich über Benutzernamen und Passwort ein. Ja. Das heißt sozusagen, es könnte jemand Brute Force Passwort ausprobieren. Ja, natürlich, ja. Das kann man immer machen. Bitte sehr, Machzeit, genau. Viel Spaß dabei. Du kannst Login über Passwort abdrehen und nur über Public Key zulassen. Gibt es auch noch 20 andere Methoden, genau. Aber in diesem Fall. Die Frage wäre nämlich auch, kann das Ding auch mit kleinzeitigen Zertifikaten arbeiten? Kann es das nicht, weiß ich noch nicht. Ja. Das wäre nämlich cool. Wäre gut, genau. Aber in diesem Falle, ich sag mal, wir haben einen speziellen Fall jetzt hier. Ja. Ich bin derjenige, der darauf Zugriff hat, der das darf. Ja. So. Jetzt, wenn ich euch aber zugucken lassen will, okay, dann haben wir jetzt hier, wir sitzen im selben Raum, wir haben den Beamer und ihr schaut darüber zu. Aber ich habe die Sache unter Kontrolle. Wie ist es denn, wenn ich jetzt sage, hier, ich rufe mal kurz an und sage, hier, schau mal, was ich mache. Er sagt, ja, dann gib mir doch dein Passwort, dein User, dann kann ich das auch schauen. Er sagt, ja, nee, und dann endet die Sache. Wir brauchen also noch eine andere Lösung irgendwie. Also der Hit wäre ja eigentlich, wenn wir so einen Window Manager haben, ich benutze den Screen, aber man könnte von außen her zuschauen. So. Und jetzt habe ich die Sache nicht vorbereitet, aber weil es eben ein Thema kommt, ich sage mal Folgendes, es gibt eine Lösung, die zeige ich euch gerne und ein weiterer Benutzer auf dem Ding hat das sich schon installiert und den müsste ich jetzt mal kontaktieren, um zu fragen, ob der da ist und mitspielen will, ob er uns das zeigen will. Dann schauen wir mal. Aber ich kann euch jetzt nicht, ich weiß nicht, ob der da ist, also ich muss den mal kurz anrufen und so. Vielleicht an dieser Stelle machen wir besser mal eine kurze Pause. Ich weiß nicht, hat jemand ein Problem mit Sauerstoff? Ansonsten würde ich mal die Fenster aufreißen und dann sagen wir mal 5 Minuten Input-Output. Da draußen gibt es übrigens einen kleinen Kühlschrank mit Getränken. Na? Und Output wisst ihr dann schon zu finden. Und 5 Minuten machen wir weiter. Ja? Okay.